In einer fernen Land lebte ein Mann von dieser Familie. Ein Witwer mit seiner schönen Tochter und eine arrogante Frau mit ihren zwei hässlichen Töchtern. Diese Frau war die Stiefmutter des hübschen Mädchens. Die Stiefmutter und ihre zwei blühenden Töchter nannten das Mädchen Aschenputtel. Aschenputtel, räume heute im ganzen Haus auf. Gehen zum Supermarkt und kaufen Obst und Süßigkeiten für meine Tochter. Ja, Mutter, ich habe schon abgeräumt und gleich gehe ich einkaufen. Aschenputtel, wo sind meine rote Socken? Warum hast du sie mir versteckt? Aschenputtel, komm und geh in die Halle. Ich habe schon Mädchen, ich habe eine Kommentar gelesen. So war es jeden Tag, die Töchter haben lange geschlafen. Ferngesehen und den ganzen Tag gar nicht gemacht. Im Fernseher läuft eine Einsage. Achtung, Achtung, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Nächsten Samstag findet in Schoß eine Fete statt. Wir laden nur schöne Mädchen ein. Der Prinz Uwe soll heiraten und sucht eine Frau. Was ziehe ich an? Meine kleine Schrank ist leer. All meine Klamotten sind auf. Was soll ich denn anziehen? Ich habe kein schickes Kleid. Ich muss schnell was kaufen. Aschenputtel, wir fahren zur Fete und du bleibst zu Hause. Gehen mit Hex spazieren. Und koche Rotgrütze für uns. Warum darf ich nicht mitgehen? Sei ruhig und bringe uns die Ballkleider. Ach, wie schön bin ich. Ich werde Prinzessin. Nein, ich bin nur schöner und schicker als du. Ich werde Prinzessin. Nein! Aschenputtel, warum bist du nicht auf die Fete gegangen? Ich habe nur alte Kleider und außerdem, ich muss das Haus putzen. Mach dir keine Sorgen, ich habe ein Kleid für dich und mache Ordnung für dich im Haus. Du musst nur um Mitternacht zu Hause sein. Abgemacht. Und das Glück. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해. 커피 식기도 전에 원샷 때려. Du bist so schön, ich möchte mit dir die ganze Lang tanzen. Entschuldige, ich muss schon gehen. Es ist bald Mitternacht. Und Mitternacht, ich muss nach Hause. Tschüss, mein Schatz. Warte, warte, ich liebe dich. Aschenputtel verlässt den Saal und beim Laufen verliert das Mädchen den Schuh. Im Fernseher läuft eine Ansage. Achtung, unser Prinz ist sehr traurig. Er hat mit einem Mädchen getanzt und das Mädchen ist um Mitternacht verschwunden. Wir haben seinen linken Schuh gefunden. Unsere Boten besuchen jedes Haus und jedes Mädchen soll diesen Schuh anziehen. Wenn der Schuh passt, wird das Mädchen den Prinzen heiraten.
im Traum. Komm her, ich habe zwei Düfte. Bestimmt hat eine von ihnen die Schuhe verloren. Düfte, zieh die Schuhe an. Aschenputtel, wirst du meine Frau werden? Ja, mein Kind.